Also, dieses Schwimmbad gehört mir seit dem 1. Januar 2004. Und ich habe es gekauft, weil ich von Hause aus Sport- und Gymnastiklehrerin bin und seit ewigen Zeiten im freien Beruf und mich spezialisiert habe auf Aquafitness. Gekauft habe ich es, weil es ein unglaublich interessantes Haus auch damals für mich war. Ein Haus, das lebt, ein Haus, das schon, wenn man reinkommt, eine Geschichte hat. Ein leeres Haus, ein Haus, das mich völlig in den Bann genommen hat. Und ich hatte einfach klare Vorstellungen, was in dem Haus passieren sollte. Ein kleines Hotel zu führen, wo die Wannenbadabteilungen sind. Eine Gastronomie zu führen, wo ich eigentlich immer nur selber Gast irgendwo war. Aber dann vielleicht auch einen kulturellen Ort zu schaffen, von dem ich aber damals noch nicht wusste, wie er aussehen könnte, sollte. Ich finde Orte, an denen sich Menschen treffen, die durch ein Konzept sozusagen auch zusammengeführt werden. Also nicht wahllos irgendwie, sondern dass natürlich da ein Schwimmbad war, wo man sich sportlich betätigen konnte, wo man etwas für die Gesundheit tut. Zur Gesundheit gehört die Ernährung, zur Gesundheit gehört auch die Freude an der Bewegung, die Lust sozusagen auch am Beisammensein. Und wenn man dann noch die Kultur bis in den Vordergrund bringen kann oder mitnimmt letztendlich und was auch ein Stück weit zu mir passt. Also ich fühlte mich in meinen freiberuflichen Situationen immer sehr unwohl und es hat auch nie geklappt, hat auch nie funktioniert, wenn es nicht zu mir passte. Und das habe ich eigentlich dann irgendwie gedacht, dass es Theater werden würde. Das war mir eigentlich noch nicht so ganz klar. Also der Kulturbereich, der war immer so ein bisschen außen vor, weil ich eigentlich auch mit Kultur und Vermarktung und das Ganze irgendwie auch heranzuholen, überhaupt keine Erfahrung hatte. Aber die Erfahrung, die kam ganz von alleine und die Kultur kam auch ganz von alleine. Und so hat sich eben auch das Theater entwickelt, in dem ein Regisseur eines Tages hier anklopfte und sagte, ich bin Regisseur, ich habe ein kleines Theater aufgebaut vor einiger Zeit und ich bin immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Spielorten und nach diesen Spielorten entscheide ich, welches Theaterstück wir spielen. Oh, das fand ich total spannend. Fand eigentlich alles spannend. Und es waren natürlich auch Flops dabei, wo ich sagte, ja, okay. Aber immer habe ich mich gefragt, würde ich in dieses Theaterstück gehen? Würde mich persönlich das interessieren? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Ich habe also immer auch darauf geachtet, dass diejenigen, die hier arbeiteten und da waren, auch die größtmöglichste Freiheit hatten. Es war kalt. Und die Leute kamen rein und haben gesagt, ja, ja, ist ja spannend, aber sie sind nicht geblieben. Und dann habe ich gemerkt, ganz schnell gemerkt, das ist hier nichts für Steglitz. Steglitz möchte es gern ein bisschen kuschelig haben. Schon auch ein bisschen außergewöhnlich, ja, aber sowas in Mitte, Prenzlauer Berg oder so, das wäre von Anfang an, hätte das gebrummt. Hier musste ich mich sozusagen das erste Mal lernen, mich auf die Steglitzer und das Drumherum einzustellen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz schnell ging, dass die Leute reinkamen, Freunde mitbrachten. Oh, guck mal, es ist nett und kuschelig und wo setzen wir uns denn hin? Und dann kam das Sofa, weil ich merkte, dass die Leute mögen es auch gerne so Ecken. Diese Ecke war immer zuerst besetzt. Ja? Und so habe ich eigentlich auch gelernt, in Bereiche mich hinein zu arbeiten, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Das entwickelte sich zu dem,
zu dem Ort, an dem ich mich wohlfühle und zu dem ich immer wieder hinkomme. Ist ja klar, ist ein Unternehmen, muss ja sozusagen dann auch gucken, dass das Geld reinkommt. In dieser großen Stadt ist ein Geheimtipp schwer zu erreichen, gerade auch wenn man im Bezirk Steglitz ist. Also Steglitz zeichnet sich schon aus dadurch, das ändert sich jetzt gerade auch ein bisschen, durch schon auch konservativ, nicht so unbedingt den eigenen Bezirk in allen Ecken zu erkunden. Man ist sehr für sich und man geht in die Schlossstraße oder in bekannte Orte. Aber je mehr junge Leute kamen und je mehr Jüngere uns entdeckt haben, desto mehr wurden wir zum Geheimtipp. Ja. Es hat mir einfach sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude und sehr viel Genugtuung und Herausforderung gebracht. Dann kommt dieses, das hast du nicht geschafft. Du bist ja gar nicht fähig, sowas zu machen. Das kannst du ja gar nicht. Auch, also so dieses Versagen, ja, das muss man eigentlich dann erst einmal akzeptieren, das muss man annehmen, zu sagen, du hast nicht versagt. Du hast es schlicht und ergreifend so nicht geschafft, dafür sind andere Dinge gut gewesen. Und dann gibt es natürlich, das ist ein langer Prozess, aber als ich anfing, und das ist noch gar nicht so furchtbar lange her, zu akzeptieren, dass dieses Haus sozusagen eine Phase in meinem Leben war. Und diese Phase ist sozusagen in eine finanziell schlechte Phase sozusagen gemündet. Gibt es aber auf der anderen Seite so dieses Positive, dass ich begonnen habe, die Veränderung, die aufgrund meines Alters und aufgrund der Veränderung hier aber entstanden ist, dass die extrem schön ist.